Hallo und herzlich willkommen zu diesem News-Video zu Rainbow Six Siege. Ich möchte heute über die Titelaktualisierung 2.2.2 sprechen, über ein Bild, was offensichtlich zur Operation Hong Kong gehört und einen Leak zur kommenden Map. All das nach dem Intro. Anfangen tun wir mit der Aktualisierung 2.2.2 bzw. für die Konsolen 1.3.4 oder bzw. 1.34. Und das erste, was dort eingeführt wurde, sind dedizierte Server für Benutzerspiele sowie Terroristenjagd. Und etwas, was mir sehr aufgefallen ist, und zwar präzisere Sprunganimationen beim Zielen durchs Fenster. Einige, die Rainbow Six spielen, werden es kennen, wenn man durchs Fenster springt, zum Beispiel hat man immer so einen kleinen Freeze, sag ich mal, bevor man wirklich mit der Waffe zielen kann. Und das soll mit diesem Patch jetzt behoben werden. Außerdem gibt es ein neues Elite-Outfit für Puls. Da seht ihr gerade einfach ein bisschen Material zu. Ja gut, wem es gefällt, dem gefällt es. Ich habe mir tatsächlich auch einen gekauft. Ich habe mir den Termite in Elite gekauft, einfach weil ich Termite sehr viel spiele. Puls spiele ich nicht so oft. Daniel wird sich wahrscheinlich doch schon den Puls holen. Aber ja, entscheidet selbst, ob ihr ihn cool findet. Das nächste finde ich jedoch schon ziemlich cool. Und zwar gibt es, in Klammern, Geschenke. Wer seit Operation Health dabei ist, das bedeutet einfach, seit Operation Health, also Season 2, Jahr 2, angefangen hat, kriegt einen Talisman zu Operation Health, einen Skin für Docs Revolver, beziehungsweise Docs und Rooks Revolver und eine Doc-Kopfbedeckung. Das war's auch für die großen Aktualisierungen in diesem Patch. Schauen wir mal, was die Zukunft uns so bringt, aber ich finde, damit kann man auf jeden Fall leben. Kommen wir nun zu etwas sehr Interessantem. Und zwar wünschen wir uns alle sehnlichst Season 3, also Hongkong, herbei. Und jetzt, gestern, hat Rainbow unsere Gebete erhört, beziehungsweise Ubisoft. Und sie haben ein Bild getwittert. Was man dazu sagen kann, ist, dass es entweder Kantonesisch oder Chinesisch oder Mandarin oder irgendwas ist. Tut mir leid, ich beherrsche diese Sprache nicht. Da fällt mir direkt schon das Sprechen schwer. Was man aber sagen kann, ist, dass es sehr alt und verwittert aussieht. Und vor allem aber bunt ist. Und ich meine, was ist so ein bisschen bunt? Ne? So ein Theme-Park, sage ich mal, so ein Vergnügungspark, der ist ja immer so rot, gelb, blau und sowas. Und dazu, dass er alt und verwittert ist, würde es halt auch passen, dass er vielleicht schon so ein bisschen verfallen ist oder irgendwie sowas. Ja, eure Meinungen dazu gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Und das letzte für heute ist auch mit das Interessanteste. Und zwar gibt es angebliche, wobei ich sagen muss, dass sie verdammt echt aussehen, Leaks zu der neuen Map. Es war schon damals, ich glaube vor 3 oder 4 Monaten, als Season 1 mit Jekyll und Myra damals noch lief, haben Dataminer in dem Quellcode von Rainbow einen Befehl bzw. einen Code für die Map Theme Park gefunden. Auch noch für einen Operator namens Dazzler und einen namens Keltrop, das ist aber was anderes. Auf jeden Fall seht ihr jetzt Bilder von der neuen Map, wie sie angeblich aussehen soll. Und das, was ihr hier seht, ist das Tactic Board. Das könnt ihr, wenn ihr auf der Seite Rainbow Six Siege, könnt ihr jegliche Maps, die es momentan im Spiel gibt, aufrufen und dann Taktiken mit euren Teamkollegen besprechen. Also als Beispiel jetzt, okay, wir verteidigen, keine Ahnung, Favela, dritte OG Packraum. Ich gehe hier hin, du gehst in den Tower, du verteidigst von hier nach hier, die Gegner könnten von da und von da kommen und so weiter und so fort. Und hier ist es jetzt eben so, dass wir ähnlich wie jetzt bei Herford zum Beispiel, haben wir Erdgeschoss, erste OG, zweite OG und den Keller. Und ich weiß gar nicht, ob ich so viel jetzt zur Map sagen will, vielleicht mache ich das nochmal in einem anderen Video. Aber ganz kurz darauf eingehen möchte ich schon. Und zwar fällt mir natürlich als erstes, was mir auffällt, ist das große Riesenrad, was rechts da steht. Generell, um es ganz kurz zu sagen, natürlich, die ganze Map sieht sehr verwittert aus. Also es sieht nicht, meiner Meinung nach sieht es nicht so aus, als würde der Theme Park noch offen haben. Wir sehen rechts das riesige Riesenrad da am Strand. Wir sehen ein bisschen Wasser, sehen wir südlich der Map. Und zwei Karusselle sehen wir im Süden und im Norden oben. Und außerdem sehen wir noch weiter westlich, hier, nie ohne Seife waschen, westlich sehen wir ein Tor,
wo man schwer davon ausgehen kann, dass da wahrscheinlich ein Spawn ist. Wahrscheinlich auch oben bei dem Karussell im Norden. Was mir, das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, vielleicht mache ich nochmal ein extra Video dazu, ist, dass ich finde, ihr müsst mal gucken, bei der ersten Etage, wie viele Räume das hat. Wie viele Miniräume. Also ich zähle da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Räume mindestens, ohne Flure und offene Räume mitzuzählen. Da kann uns was erwarten. Also wie gesagt, erwartet auf jeden Fall von mir, wenn das alles draußen ist, direkt an dem Tag ein Video von mir und Steffen wahrscheinlich, wie wir die neue Map und die neuen Operator 3 werden es ja sein, ausgiebig testen. In diesem Sinne, wenn ihr Meinungen oder irgendwelche Vorschläge für Rainbow, für was auch immer habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten, I am Jay, vielen Dank fürs Einschalten, wir sehen uns das nächste Mal, ciao.